Jörg L. fragt via Facebook, werden noch Spieler den ersten FC verlassen? Davon ist auszugehen. Wir haben jetzt 16 Spieler im Kader. Wir befinden uns in Gesprächen mit externen Spielern, mit zwei, dreien, die jetzt noch im Kader sind und dazu stoßen werden. Irgendwo bei 22, 23 ist dann, denke ich, das Ende der Fahnenstange erreicht. Also wird man nicht alle halten können, die jetzt noch unter Vertrag stehen. Wir sind da im offenen Austausch. Am Ende des Tages geht es um A, die Leistung, die zu bewerten ist, dass beide Parteien sagen, okay, das macht wirklich Sinn, wir kommen einen Schritt vorwärts. Und dann auch darum, ob der Spieler überhaupt bleiben möchte und auch sagt, ich sehe meine Zukunft weiter hier, so ist es halt immer. Und dann schauen wir mal von den restlichen Gesprächen und Spielern, wer dann da noch bleibt. Aber mit Sicherheit werden auch zwei, drei noch gehen. Eine etwas kritischere Frage kam von Marcel M., auch via Facebook. Wieso wurde Philipp Goritz nach Bocholt geholt und sitzt seitdem Tim Oelsengers wieder fit ist, oft nur auf der Bank? Wir haben gegen den MSV Duisburg gespielt, da saß der Elser auf der Bank und der Philipp hat gespielt. Am Ende des Tages versuchen wir, eine Mannschaft auf die Wiese zu stellen, die zu dem Zeitpunkt in der Lage ist, drei Punkte zu holen. Die Qualität im Gefüge mit der Taktik, mit den Spielern, die sonst zur Verfügung stehen, muss zu dem Zeitpunkt passen. Des Weiteren natürlich versuchen wir auch von der Bank die Möglichkeiten zu haben, immer zu reagieren auf gewisse Spielstände. Sowohl als auch hat es beide Fälle gegeben. Else war lange verletzt. Ich denke, andersherum kann es auch nicht sein, dass man Philipp Goris holt und Else, denke ich, eine ganze Hinserie auf der Bank sitzt. Also machen die beiden die Dinge dann irgendwo unter sich aus und wir entscheiden, wo die Qualität dann zu dem Zeitpunkt am höchsten ist. Vielleicht spielen auch beide irgendwann mal zusammen. Auch die Variante muss man im Kopf haben. Ja, und dann müssen wir Spiele gewinnen. Mit dem einen oder den anderen oder mit beiden. Ja, die Frage danach, ob Else und Goris demnächst mal zusammen im Sturm spielen, kam auch von Gerold per Facebook. Ist also für dich auch eine theoretische Möglichkeit, dass beide mal zusammen ablaufen. Jetzt ein 4-4-2 an sich ist nicht unbedingt mein bevorzugtes System. Wir haben die Varianten aber auch in der Vergangenheit schon mit Michael Juncker und mit Else gespielt. Dazu müssen aber auch nicht nur die beiden, sag ich mal, enorm viel für die Mannschaft arbeiten, weil ich in der Mitte halt einen Spieler weniger zur Verfügung habe, auch die beiden Spieler im Mittelfeld dahinter. Auch da hat man klare Vorstellungen, wie die gestrickt sein müssen, um so ein System effektiv zu halten. Die beiden offensiven Mittelfeldspieler rechts, links haben klare Vorgaben, müssen auch noch mehr für die Mannschaft arbeiten, sind nicht so offensiv aufgestellt, wie wenn ich mit einem Stürmer spiele. Die Möglichkeiten, klar, muss man auch parat haben, wenn Spieler sich verletzen, wenn Dinge sich ändern. Wo spielen wir, wie sind da die Gegebenheiten, die Plätze, wollen wir draufgehen, wollen wir abwartend agieren? Durchaus eine Möglichkeit, wenn beide gesund bleiben und sich zeigen, so wie jetzt auch in der Vorbereitung, beide unheimlich engagiert sind und für die Mannschaft arbeiten, die beiden letztendlich auch zusammen auflaufen zu lassen. Max V. fragt uns per E-Mail. Meine Frage wäre, ob es nicht gegebenenfalls an der Zeit wäre, Christian Goni mehr Verantwortung zu übertragen, Kapitän? Da dieser meiner Meinung nach einer der solidesten Spieler im Kader ist, was Leistung betrifft und sehr viel Potenzial hat. Ja, also die Beurteilung des Spielers trifft mit Sicherheit auch den Kern unserer Beurteilung. Wir haben einen Kapitän, der heißt Jan Wienold, den ich jetzt auch schon ein bisschen länger habe. Das ist unser Kapitän, der Kapitän der Mannschaft, das ist der 1. FC Bocholt, da wird sich erstmal nichts dran ändern. Des Weiteren haben wir ein, zwei Spieler, die stellvertretende Kapitäne sind. Da haben wir auch schon mit Christian Guni gesprochen, dass er mit Sicherheit auf dem Sprung ist, da auch Aufgaben zu übernehmen in der Zukunft. Spieler, der bleibt, den wir unbedingt halten wollen, der hohe Identifikation mit dem Verein hat. Ob er jetzt die Binde trägt oder nicht, ist zwischen Spieler und Trainer im Prinzip
Egal. Eine Frage eines spanischen Facebook-Followers lautet: Chaos Parecha El Central, aber Alvaro Gil. Also, was halten Sie von Alvaro Gil Marín? Alvaro es un jugador muy profesional, es, tiene muy tranquilidad en el campo con el pelota en el pie, muy físico en el aire con la cabeza, muy bien. Con 20 años tienes problemas aquí con la lengua, con el dinero, con, sin trabajo, sin familia y donde vives. Creo para el futuro, cuando tienes más tranquilidad en su vida, es un jugador con potencial y importante para el equipo y somos felices que juegas aquí en el 1. FC Bocholt. Und ja, für die deutschen Zuschauer, ja, ist einfach beeindruckend mit 20 Jahren, wie viel Professionalität der Junge an den Tag legt, mit allen Problemen, die er hat. Klar spielt Geld, Sprache, keine Arbeit, die Familie ist nicht da, irgendwo eine Rolle. Er kam und hatte eigentlich eine ganz ruhige, solide Leistung abgelegt in den ersten Spielen. Und wir hoffen mit der Zusammenarbeit, Vorstand, auch die Mannschaft, wie man da arbeitet, um ihm zu helfen, sein Leben hier auch wirklich gestalten zu können, was momentan absolut nicht der Fall ist. Und trotzdem, wenn er dann spielt, bringt er seine Leistungen auch auf den Platz. Und die Hoffnung haben wir alle, dass wenn dieses Paket mal geschnürt ist und diese ganze soziale Komponente drumherum in geregelten Bahnen abläuft mit, wie gesagt, 20 Jahren, dass er dann wirklich auch einen ganz, ganz hohen Wert für den Verein und für die Mannschaft hat. Eine weitere kritischere Frage erreichte uns von Johnny B. via Facebook. Warum wurden in der Vergangenheit häufig Spieler geholt und so schnell wieder abgegeben? Waren sportliche, finanzielle oder charakterliche Gründe ausschlaggebend für die kurzen Gastspiele von Spielern wie beispielsweise Issa oder Cindy? Zum einen ist das mit Sicherheit nicht die Plattform, um Spieler dann zu beurteilen in der Öffentlichkeit. Haben wir noch nie gemacht und werde ich auch nie machen. Die Spieler sind auf den Verein zugekommen, haben darum gebeten, den Vertrag aufzulösen. Im Fall Karos Cindy war es so, dass er unbedingt zum Wuppertaler SV wechseln wollte im Winter. Der Wuppertaler SV ist auch ein attraktiver Verein. Dann stellt man sich halt die Frage, hält man ihn nicht? Wie unzufrieden ist der Spieler, wenn er nicht wechseln kann? Wir müssen unseren Weg weitergehen mit den Spielern, die unserer Meinung nach natürlich qualitativ hochwertig Spaß haben, den 1. FC Bocholt nach vorne hinzubringen. Wichtig war, dass man professionell auseinandergeht und wenn man sich auf den Feldern dieser Welt wieder trifft, man sich die Hand geben kann und ja, sich auch austauscht. Das ist bisher eigentlich immer der Fall gewesen. Im Winter haben wir, wenn ich Miguel mal außen vor lasse, der aufgrund von Heimweh und dem angesprochenen Paket einfach zurück nach Malaga gegangen ist, uns verlassen hat, einen Spieler gehabt, der den Vertrag aufgelöst hat. Gefühlt also fast Totenstille beim 1. FC Bocholt im Winter. Auch das ist eine Aussage des Vereins nach außen. Man hält sich an seine Verträge und wenn nicht jemand auf uns zukommt, dann werden wir keinen, ich sag mal, ja, vom Feld schicken.